Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards Wheel 2. Ich habe jetzt tatsächlich mal ein bisschen gepusht. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich dachte, aber immerhin bis in Dimension 14. It is something. Da müssen wir gleich mal anpassen. Und ich habe nochmal so ein paar andere Sachen ausprobiert, die unter anderem auch in einem Guide im Wiki stehen. Nämlich einfach mal ein massives Item-Farming mit vier Rangern, die alle einen Chi-Gem haben. Der fällt mir gerade was ein, da muss ich gleich noch was erklären. Aber ja, die haben alle einen Chi-Gem, was eher in dem einen Reduced Skill Cooldown gibt. Ich weiß gar nicht, ob um 50% oder um 1, aber da Scavenge eh nur einen Cooldown von 2 hat, können die dann jede Runde mit Scavenge angreifen und hat dann eben jedes Mal eine sehr hohe Chance, dass Loot droppt. Wir können gerade noch mal in den Daddy Dungeon gehen. Wir werden da nicht weit pushen können. Aber gehen wir mal, keine Ahnung, gehen wir mal hier so hin. Nur so als kleine Demonstration. Ja, okay, hier treffen wir schon nicht mehr gut. Deswegen dauert das jetzt alles ein bisschen. Aber ihr seht schon, letztendlich jeder Kill droppt ein Item. Also jeder. Also ja, nicht jeder, aber fast jeder. Also ich würde grob schätzen, so 99%. Das halt schon. Ja, und wenn man dann eh gezwungen ist, auf 500 noch was zu starten, ich glaube, ich bin auf 532 oder so gestartet, bin dann halt über 200 Areas gerannt. Ah, wobei, prinzipiell halt immer noch eins weniger, weil ich ja immer bei 2 von 10 anfange, statt bei 1 von 10. Aber ja, also ich bin ein Judestück gerannt und habe eine Menge Loot dabei rausbekommen. Da ist natürlich unfassbar viel Trash mit dabei. Mag jetzt an der Stelle auch gerade mal reichen. Hier ist jetzt, glaube ich, auch nichts mit bei gewesen, was wir aufheben. Nee, genau. Aber es sind ein paar Sachen mit bei gewesen, die prinzipiell ganz nice sind. Nämlich, ob ich den aufheben will, weiß ich noch nicht. Er ist halt perfekt und gesockelt, aber ich glaube, den Ring hebt man einfach nie auf. Also ich glaube, der verschwindet dann bei Gelegenheit einfach. Aber ich will schon wieder so drei Sachen auf einmal machen. In der Hoffnung, dass ich nichts vergesse. Zum einen habe ich Faisal-Items jetzt einfach mit rausgefiltert. Faisal sorgt einfach dafür, dass es dass zusätzlich eine zufällige Schadensart gemacht wird. Das ist ganz nett. Jetzt 30% ist erstmal nicht viel, aber ich habe irgendwo. Mal gucken. Prinzipiell will man Faisal, ich weiß gar nicht, ob man das überall drauf haben will oder nur auf Waffen. Ich habe doch keine Ahnung von diesem Spiel. Ich glaube tendenziell auf allem. Irgendwo war doch schon was hochgelevelt. Ich habe noch eine Komis Armor gezogen, was ich sehr gut finde mit Sockel und Perfect Quality. Das ist sehr nice. Da haben wir jetzt dann zwei von, das ist ganz neat. Ah genau, hier hat es einfach schon mal 104 Level und man sieht, oh, das sind plötzlich nicht 30, sondern 238 Schaden. Also prinzipiell 30% Base-Wert und dann nochmal 2% pro Level obendrauf. Da wird irgendwann ganz gut was draus, also von daher. Und ich glaube, das will ich auch direkt mit dem Schild verbinden. Ich weiß nur nicht, was ich. Lass ich da auf Might einfach drauf. Kann ja prinzipiell machen, ne? Spricht ja erstmal nichts gegen. Also Strength Bonus ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt brauche, aber passt schon. Machen wir mal. Machen wir direkt mal. Erstmal können wir Ascension Ores irgendwie in Barren umcraften. Kriegt er einen Rabatt? Nicht eigentlich mehr kosten müssen. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren will. Ne? Aber, so, wir suchen einmal den. War es nicht ein Knight's Shield? Cool, das funktioniert richtig gut. Okay. Hä?
Okay, weird. Dann, wenn die Suchfunktion gerade nicht so will, wie sie soll, dann machen wir das doch. Okay, ist jetzt aber. Ich finde die Sachen nicht. Normalerweise kann ich doch da auch Sachen aus dem Storage ziehen. Ich meine, ich kann jetzt natürlich einfach die beiden to Inventory. Und dann finde ich bestimmt irgendwann so Faisal. Und dann müsste der Schild doch hier auch mit drin sein und ein Ascension Ingot. So, das ist doch ganz neat. Dann leveln wir das Ding doch gleich mal. Ah ne, erstmal müssen wir es imbuen. Das war hier. Sonst verlieren wir das nämlich beim Reset. So. Nee. So, packen wir mal 10 Level drauf und ab zum Mana Smith damit. Ah, Mist, 50 hätten gereicht, egal. Hin damit. Und 100. Und können wir uns das noch leisten? Ajo, das geht. Und dann prinzipiell 200. Auch das können wir uns noch leisten, fantastisch. Und dann machen wir mal Max Level. Nur 1600% extra Schaden. 400 zu allen Stats. 1 E5 extra Stärke, 6 E5 Vitality, 8 E5 Agility. Und ein Sockel. Das ist schon ein nicer Schild. Kannst du nichts gegen sagen. Packen wir erstmal in Storage. Das ist jetzt auch mal ein tendenzielles Late-Game-Item auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz nice. So, und dann muss ich noch mal gucken. Ich habe die Statuen-Stats immer noch nicht angepasst. Booties wollte ich mir noch machen. Ich habe nämlich Faisal Sandals und Ice Talons, perfekte mit Sockeln. Jetzt würde ich da nur gerne irgendwas anderes noch draufpacken. Weil die haben halt nur Faisal. Mal gerade gucken, haben wir hier irgendwas? Was macht denn auf Merchants? Ah, okay. Nee, was macht auf. Achso, wir brauchen ja, wenn auch Stiefel. Nee. Aber wir können jetzt natürlich einfach random Sandalen kaufen und kaufen nochmal die Plated Jack Boots. Und dann hätte ich ganz gerne. Was hätte ich denn gerne? Was macht ein Subterfuge? Ja. Achso, ja doch, das ist prinzipiell richtig. Die haben ja Dodge Chance Modifier. Ja, nee, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht will ich das doch nicht. Was kann man denn nehmen? Sind sie adaptable? Das will ich eigentlich nicht. Okay, das macht Strength und Vitality Bonus, glaube ich. Weiß ich nicht. Blazing ist offenbar nur für Waffen. Okay, bevor ich das jetzt alles durchprobiere. Lasst mich einfach kurz ins Wiki gucken. Items, Item Modifiers, Suffixes. So, was hätte ich denn gerne? The Bear ist halt nie verkehrt. Ich weiß gar nicht, was Late Game irgendwie.
Was sagt denn das, was sagt denn der Guide für Late Game? Warum ist die Mucke bei mir eigentlich so laut? Also bei euch ist die okay gewesen, aber bei mir war sie gerade sehr laut. Le Guide. So. Ja. Das sind die Base-Items, die ich haben will, aber was will ich denn da drauf packen? Na, prinzipiell wahrscheinlich. Prefixes, Moment, Suffixes. Na, Sachen, die ich wahrscheinlich so nicht einfach kriege. Oh wait, kann ich Mastery draufpacken? Mastery kann ich da nicht drauf craften, oder? Nee, genau, das ist nur in einer Harder Better Timeline verfügbar. But wait. Nee, wir sind im Magier und Spellcaster. Dammit. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die jetzt alle da reinpacke? Also die Adaptable, die Phasal und die Ice Talons. Macht er mir dann Phasal Ice Talents of Might? Ah, er macht einfach gar nichts, okay. Ja, nee, ach Quatsch, ich wollte auch nicht die Ice Talents haben. Warte, ich wollte nicht die Ice Talents haben. Das war nicht mein Plan. Wo sind die normalen Latschen? Habe ich nicht extra normale Sandalen ins Inventar gepackt? Kann ich die nicht? Nee, kann ich nicht, okay. Cool, ich dachte, also ich habe mich mit den Rezepten einfach noch nicht auseinandergesetzt. Ich dachte, ich könnte da irgendwie Wunschstuff so quasi drauf craften beim Alchemisten. Lass mich nochmal gucken. Oh Gott, wo war das denn? Buildings, Alchemy. Ah, okay. Das ist halt uncool. Also wir könnten halt... Ah, Moment, das geht aber auch andersrum, oder? Okay, zweimal das gleiche Suffix, einmal das gleiche... Also einmal das Prefix. Okay, okay, okay. Das heißt, wir bräuchten halt nochmal auf Might. Also irgendwelche Booties auf Might. Was jetzt nicht so das Ding ist. Gib mir halt nochmal Plated Jackboots. Das ist okay. Dann Might ist jetzt absolut nicht das Sinnvollste, aber passt schon. Ich will es nur einmal gemacht haben. Na, komm schon, danke. So, die haben jetzt einmal Colossal und einmal Adaptable. Das ist mir aber wurscht, dass das verschieden ist. Wir packen hier auf Might hin, wir packen da auf Might hin und wir packen hier die Phasal Sandals hin. Und haben zum einen ein neues Rezept entdeckt und haben jetzt Phasal Sandals of Might. Das ist genau das, was ich haben wollte. Und jetzt nehmen wir die Phasal Sandals of Might und ein Ascension Ingot und die Ice Talons. Und schon haben wir Phasal Ice Talons of Might. Okay, das war ein bisschen umständlich, aber hat funktioniert. Nice, dann imbuen wir die doch direkt mal. Zack. Und dann leveln. Ich weiß nicht, ob wir die auf Max-Level kriegen. Muss ich mal gucken, wie teuer das wird vom Gold her. 50. Na, das geht noch. Das könnte sogar gehen. 100. Kostet E10. Okay, ein Traum. Und Max-Level. Warum machen die jetzt nur 40 Random Damage?
Wait, achso, die sind noch nicht wieder gelevelt. Hä? Hätte ich nicht gerade gesagt Max-Level? Okay, offenbar habe ich da irgendwas falsch geklickt. Okay. 2500% Random Schaden. Finde ich gut. Das ist alles ziemlich neat. Gute Sachen. Ja, außerdem habe ich tatsächlich mal zwei Mana Master Rings gefunden. Die sind halt auch ganz nett. Also auf Level 299 sind die erstmal ganz okay. Geben eine Menge extra Training Points, was okay ist. Sie geben halt massig XP dazu. Chance auf Time Mana von Minibosses, was ganz nett ist. Und grundsätzlich mehr Time Mana. Die sind halt schon ganz nett. Sonst irgendein spannendes neues Gear? Ich glaube erstmal nicht, bis auf die beiden Sachen, die wir gerade gecraftet haben. Oh, die Faisal Ice Talents sind halt... Dang. Ich überlege, ob ich mit dem Faisal Chainkäufer auf Might noch irgendwas machen will. Oh ja. Ja, auf Might ist halt ungeil. Aber mach mal Tag-Item. Mach mal Tag-Item. Das Wiki noch irgendwie gute Empfehlungen? Also prinzipiell will ich halt Pre- und Suffixes wie Faisal, Mastery, Tiger, Momentous, Eons oder Replenishing haben. Replenishing halt eher auf Verrüstung. Ich könnte es auch auf einen Helm packen. Gott, lass mal gucken, ob wir Replenishing irgendwo herkriegen. Ob ich das craften kann... Nee, nicht Compare. Kaufen. Danke. So, Replenishing. Yes. Dann hätte ich dich gern auf Replenishing. Alter. Das dauert viel zu lange. Danke. Und ich hätte dich gern auf Replenishing. Ein Traum. Und dann hätte ich gern... dich und dich und das Item, was wir behalten wollen als drittes und mixen das. Und dann hätte ich gern die Faisal Chainkäufer of Replenishing und den Sorcerer's Point und einen Ascension Ingot. Und dann hätte ich das Ding... Wait. Achso, den habe ich schon imbued. Ah, okay. Stimmt, den hatte ich schon aus irgendeinem vorherigen Run, den musste ich mal behalten. Das war dann so, oh okay, dann imbue ich den doch direkt. Nice, es wird auch langsam. Ist jetzt halt noch kein super Mana-Farming-Gear, aber es ist trotzdem schon mal nett, um irgendwie später ein bisschen zu pushen. Von daher... finde ich das grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Warum gibt es hier eigentlich keinen mal 100-Button? Oder nächste Upgrade-Stufe. So, Maximum. Naja. Das ist schon nice. Ist schon nice. Für Majors auf jeden Fall nicht. Apropos Majors, ich bräuchte noch mal so ein Tablet of the Magi. Dann könnten wir das erste Stufe 4 Tablet craften, oder das erste Tier 4 Tablet, falls es überhaupt geht, aber ich gehe mal stark davon aus. Ich schätze mal nicht, dass die Tablets im Tier irgendwie beschränkt sind, oder wenn, dann halt maximal auf Tier 5. Wie die anderen Items auch, würde ich vermuten. Gucken wir mal. Oh, das hat uns insgesamt das ganze Crafting gerade mal so rund 300 Gems gekostet. Das ist nicht eben wenig, aber okay. Ja, das war so der kleine Zwischenstand, den ich mal irgendwie mit reinnehmen wollte. Also Farming mit denen lohnt sich auf jeden Fall. Da wir gerade 17,5-faches Time-Mana haben, ist hier auch tatsächlich mal irgendwie knapp 13 Millionen, nee, rund 13 Millionen Time-Mana bei rumgekommen. Nee, ist mehr, oder? Es sind 130 Millionen, oder? Ja, es sind total 130 Millionen. 133 Millionen, um genau zu sein. Okay. Dann lasst mich doch nochmal kurz durchgucken, ob ich jetzt resetten will oder ob ich dann irgendwas wegschmeiße, was ich dann bereue. Aber das sieht eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Wir haben halt Faisal Weapons.
irgendwo. Ach genau, die Dinger wollte ich noch erklären. Die Duality-Timeline kann man übrigens nicht gewollt rollen, also mit dem Dropdown, wo man das auswählen kann beim Reset, sondern die kommt tatsächlich nur zufällig. Aber wenn man die durch hat, kriegt man einen Passive Skill Gem mit zwei zufälligen, ja, Passive Skills, also quasi einen passiven Skill Gem, der dual ist, also der quasi die Fähigkeiten von zwei anderen passiven Skill Gems in sich vereint. Poison Immunity und Dragon Mastery ist jetzt halt so, ja, okay, kann man so machen. Ich habe aber auch schon, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, hier war das, glaube ich, ne? Genau, Chi und Unnatural Haste ist jetzt ganz nett, also 15% Agility und Spirit für sämtliche Charaktere in der Party. Oder zumindest für alle anderen, vielleicht nicht für den Träger selber, weil es nur to all allies ist. Entschuldigung. Ja, und halt Chi, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Also das ist ganz nice. Ich hatte Duality bislang nur zweimal, deswegen habe ich jetzt noch keine crazy Kombinationen. Aber da können auf jeden Fall fette Sachen bei rumkommen. Von daher lohnt sich die Duality-Timeline definitiv in der Hinsicht. Und boah, ich glaube, ich könnte gleich mal resetten. Lass nochmal hier durchgucken. Hier waren zwei Phasal Weapons mit bei. Ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt imbuen will. Ja, Phasal Weapons kriegen wir nochmal wieder. Ich habe halt keine Waffe, also keine Legendary Waffe auf Max Quality mit Sockel. Deswegen ist das gerade so, ja, lohnt eigentlich nicht wirklich. Die Komis Armor müssen wir auf jeden Fall nochmal imbuen, damit wir die nicht verlieren. Die scheinen teuer gewesen zu sein beim Aufleveln. Ja, E15, alles klar. Keine weiteren Fragen. To Storage, dann dich einmal imbuen. Auch Small Storage. Genau, und dann, ja, ich glaube auf die beiden Phasal Weapons. Also, meh. Die kriegen wir halt auch wieder. Also, Phasal ist zwar jetzt eher selten, aber passt schon. Und ich glaube, den Ring, den kann ich auch gar nicht imbuen, oder? Also, würde es Sinn machen? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte ihn imbuen. Und irgendwann später gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, Ringe im Tier aufsteigen zu lassen. Da muss ich nochmal nachgucken, wie das ging. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt theoretisch schon könnte. Braucht mir dafür irgendeine Statue? Muss ich nochmal nachlesen, weiß ich gerade nicht. Ich imbue den jetzt einfach mal for the lulz. Dann haben wir ihn auf jeden Fall. Und ich meine, Ascension Tokens kannst du ja theoretisch farmen, bis du umfällst. Also von daher ist das jetzt nicht so das Ding. Irgendwas wollte ich gerade noch nachgucken. Achso. Wir könnten halt theoretisch die Past Weekly Challenges jetzt freischalten. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich nicht stattdessen doch noch irgendwie auf die Statue of Worlds sparen will. Aber da müsste ich halt noch 10 weitergehen. Schwierige Entscheidung. Andererseits sind in den Past Challenges halt auch noch, glaube ich, ein, zwei Helden mit bei und das ein oder andere nette Item, was dann nochmal mehr Time-Mana bringt für weitere Challenges. Und vor allem auch für die Facets. Also es macht die Facets dann auch einfacher. Aber will ich das jetzt? Ach, ich glaube schon. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. So, Unlock. Boah, ist das unübersichtlich. Wait, haben wir die jetzt noch immer? Nein, okay. War nur weird angezeigt. Ah, okay, hier sieht man auch direkt, was man bekommt.
Okay, dreimal Giant Spider. Unique Hero. Ich muss mal nachgucken. Es gibt irgendwo Stiefel, die mehr Time Mana bringen. Unlocked Quality. Oh, damit kann man, glaube ich, die Quality auf 200% ziehen. Ist es das? Ich bin mir unsicher. So. Ja, genau. Und alles andere ist weg, weil alles andere danach haben wir gemacht. Also alles nach Week 15 haben wir. Hero Attack, Defenses und Skill Power ins Quadrat, aber dafür, also werden quadriert, dafür aber nur, oder soll das mal 2 heißen? Hier ist schon hoch 2 eigentlich, ne, mit dem Zirkumflex. Quadriert ist halt schon krass. Aber dafür halt nur Hälfte XP und Hälfte Gold Multiplier. Ah, das sind die Unique Light Boots, die ich glaube ich haben will. Müssen wir mal gucken. Ja, mal gucken, vielleicht grinde ich dann ein bisschen Weekly Challenges durch. Ah, hier ist nochmal Starting Time Mana, das ist ganz gut. Starting Gold ist gar nicht mehr so wichtig. Oh Gott, aber 15 Weekly Challenges nachholen, boah, ist halt auch. Na gut, muss ich ja jetzt nicht irgendwie sofort machen. Auf jeden Fall haben wir es freigeschaltet. Gucken wir mal. Ich glaube, ich resette hier jetzt trotzdem erstmal. Was haben wir hier? Diamond. Nochmal zum Zeigen. Duality kann man hier leider nicht auswählen. Sage. Ich rerolle gerade mal. Animal Kingdom. Weiß ich nicht. Nicht, dass wir Diamond direkt davor hatten. Aber okay. Unglaublich. So. Heroes of Destiny. Schade, dass man hier jetzt kein zweites irgendwie dazu nehmen kann. Da könnte ich noch einen Mana Master Ring bei rausholen. Warum rollt das denn alles nur mit einem Modifier? Das ist doch furchtbar. Die Weekly Challenge haben wir durch, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, so, there can only be one. Dann können wir jetzt Heroes of Destiny nehmen. Da haben wir dann nämlich nochmal die Chance, oder sollten wir ziemlich sicher noch einen Mana Master Ring holen können. Ist halt ein bisschen anstrengend, weil wir haben jetzt, oh, wir haben den Barden. Okay, den Barden als einziges. Na, dann willst du auf jeden Fall den Dragon Tooth haben. Dann willst du auf jeden Fall niemals deinen Skill einsetzen. Ach krass, der nimmt direkt die beiden Dinger, weil das das Beste ist. Okay, der hat jetzt aber natürlich, der muss jetzt auch keinen Time-Mana farmen, der muss ja nur easy durchkommen. Ja krass, dann können wir dich jetzt auf jeden Fall nochmal ordentlich mit Rubies vollstopfen. Und mit Hitpoints. Damit du auf jeden Fall als erstes angreifst. Und eine Menge Leben hast. Und dann könnte ich dir Courage geben, dann kannst du nicht gestunt werden. Oder Trembler, was alle anderen stunt. Ich glaube, ich gebe dir Courage. Das finde ich ganz okay. Alter, so eine Mischung aus Courage und Chi wäre halt einfach geil. Okay, und dann würde ich sagen, Abfahrt mit ihmchen. Aber vorher können wir noch Statues leveln. Ich glaube, ich will hier hinten noch was mit dem Amist. Construction geht noch nicht. Ja, komm, Appreciation. Mehr Time-Mana-Farm. Dann noch ein Punkt im Vitality. Ach komm, 2 Punkte im Vitality, was soll der Geiz? Noch einen Charm, noch einen Strength, und dann sind wir quasi pleite.
So, dann lasst mich gerade noch mal kurz hier den Spaß anpassen, weil ich das jetzt eh wieder vergesse. 20, obala, 21, 18. Warum habe ich denn Inheritance hochgezogen? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber wobei doch, das macht ein bisschen Sinn. Einfach um am Start besser Dragons kaufen zu können, wenn nötig. So, dann haben wir hier 20, 17, 20, 20. Hier überall ein Level dazu, also 19, 20, 20. Und hier haben wir auch überall ein Level dazu, das ist ziemlich nice, also 17, 14, 14, okay, dann ist das zumindest für 5 Minuten mal aktuell. Aber ja. Gut, der sollte hier halt easy durchschreddern, also da mache ich mir wenig Sorgen. Jo. Dann gucke ich mal, ob ich noch einen Mana Master Ring kriege und dann sind wir doch erstmal ganz gut dabei. Und dann ist, glaube ich, Weekly Challenges Farmen angesagt. Und dann vielleicht die eine oder andere Facet. Mal gucken, was da an sinnvollen Gruppen noch mit bei ist. Muss ich mal schauen. Dann oder vielleicht doch eher die pushen? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, die Weeklies freizuschalten war irgendwie ganz gut. Es gibt mir gerade noch mal so ein neues Ziel, wo ich sage, okay, das ist halt sinnvoll oder das ist halt gut machbar. Weil es sind halt auch nur 15 Weekly-Challenges im Vergleich zu der 77 Hero-Facets, die wir noch offen haben, was halt einfach absurd viel ist und ewig dauern wird. Von daher ist halt die 15 Weekly-Challenges abzufrühstücken eher greifbar. Von daher... Ja, gucken wir mal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.